ich hab keinen Bock. Ich hab doch eh keinen Praktikumsplatz. Falls man Hilfe bei der Praktikumssuche braucht, kann man sich gerne an den Klassenlehrer wenden. Oder an die Frau Angele oder die Frau Poth von der Bundesagentur für Arbeit. Ja, Robert hätte als erstes erstmal seinen Klassenlehrer oder seine Klassenlehrerin einschalten können, die ihm bei der Praktikumssuche bestimmt unterstützt hätten. Des Weiteren hat Robert die Möglichkeit, an der Schule hier verschiedene Personen auch anzusprechen. Es gibt die Frau Angele, die jeden Montag hier im Haus ist. Ich bin alle zwei Wochen im Haus. Wir hätten bei der Praktikumssuche sehr gut unterstützen können. Das Praktikum ist wichtig, damit man sich über seinen Beruf informieren kann. Ein Praktikum gibt Einblick in die Berufswelt. Also ich spreche jetzt mit Herrn Fröhlich. Er ist Arbeitgeber bei der Firma Maul. Die Firma Maul ist Hersteller für Nischenprodukte des Bürobedarfs. Herr Fröhlich, worin liegt denn Ihr Aufgabenfeld bei Ihrer Arbeit genau? Ja, die ist also geteilt. Einmal ist die ganze kaufmännische Abwicklung und dann die Personal. Wir haben insgesamt 190 Mitarbeiter. Und was noch zukommt, ist die kaufmännische Ausbildung. Okay, nehmen Sie Praktikanten? Ja, wir sind also immer wieder bemüht, Jugendliche aufzunehmen, Schülern zu zeigen, welche Möglichkeiten sie haben. Und dazu gehört natürlich auch ein Praktikum. Wir haben mehrere Praktikumsplätze, das heißt einmal im betrieblichen Bereich, das heißt für die gewerblichen Berufe und im kaufmännisch-verwaltungstechnischen Bereich und nehmen je nachdem bis 5 bis 6 Praktikanten im Jahr. Praktikum kommt vor Ausbildung. Praktikanten, die sehr gut waren, das heißt also vom Auftreten, von Höflichkeit, aber auch von den bisschen Arbeit, was wir denen geben oder was sie machen können im Praktikum, ist ja klar, schon 1 oder 2 Stück später übernommen haben. Wie hast du eigentlich deinen Praktikumsplatz gefunden? Ich habe einen Selbsteinschätzungsbogen in der Schule ausgefüllt. Das hat mir sehr geholfen bei der Praktikumssuche. Und jetzt habe ich einen. Wie hast du deinen Praktikumsplatz gefunden? Ja, wir haben in der Schule halt über unsere Stärken und Interessen gesprochen und ich habe gemerkt, dass Zahnarzthelferin was für mich wäre. Wie hast du eigentlich deinen Praktikumsplatz gefunden? Mein Vater ist ein Kollege, der hat mir einen Praktikumsplatz angeboten und ich fand es sehr interessant, deswegen habe ich es angeboten. Und für welchen Praktikumsplatz hast du dich entschieden? Maler Lackierer. Robert, aufstehen! Jawohl. Und war das jetzt so schwer, einen Praktikumsplatz zu finden, mein Bu? Na, Mutter. Und das Praktikum ist doch so wichtig für deine Ausbildung. Ja, Mutter, ich muss jetzt so langsam gehen. Tschüss, mein Bu. Tschüss, Mama.